Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Depraved. Wir sind im Winter angelangt hier in Haubyville. Ja, das gleiche natürlich gilt auch für unser Death Valley hier oben, wo die ersten ja Kranken schon unterwegs sind, wie man hier sieht. Ne? Die haben ja alle Grippe. Oder ich glaube, Grippe war es. Ja, genau. Da ist Grippe. Das ist nicht gut. Und wir haben hier oben keinen Doktor. Das ist auch nicht gut, ich weiß. Aber wir arbeiten hier dran. Ne? Hier wird dann noch eine Hütte gebaut. Stimmt, wir haben hier zwei obdachlose Kollegen. Wir haben hier einen Holzfäller. Da sollten wir den Arbeitsbereich vielleicht nochmal ändern, nachdem da ja auch ein entsprechender Kommentar kam. So mal den Wirtschaftsbereich deiner Gebäude entsprechend benutzen. Jawohl, hiermit erledigt. Ferner wurde ich etwas kritisiert dafür, dass ich die Regel Nummer 1 missachtet habe bei solchen Spielen. Nämlich zuerst immer die Rohstoffgebäude zu bauen. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem wir hier ja die Möglichkeit haben, Rohstoffe zu kaufen, ne, hier über diesen Punkt hier kann ich hier erst einmal so mich auf Hütten etc. Konzentrieren, ne, und gleich mal eine Kehre etc. hinstellen und habe deswegen dann auch erst den Holzfäller später gebaut. Ne. Mir war wichtig, zumindest das Sägewerk zu haben, dann diese Baumstämme anzukaufen, daraus werden Bretter, ne, dass wir hier einfach schneller vorankommen. Denn der Holzfäller, der hat einfach eine gewisse Gemütlichkeit, nennen wir es mal so, ne, bis der mal sein Zeug herkarrt, ist Weihnachten und bis das Sägewerk dann loslegen kann. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt, hier diese Baumstämme manuell zu kaufen. Im ersten Moment, jetzt haben wir keine mehr, heißt, jetzt sind wir auf Zulieferer vom Holzfäller angewiesen und ihr seht, wie gemächlich und behäbig die Herrschaften hier das Zeug darüber tragen. Also das hat alles eine gewisse Gemütlichkeit, was ja nicht schlimm ist, aber das könnte dann oder hätte dann dazu geführt, dass wir hier nicht fertig werden. Wir sind hier schließlich im Winter oder wir hatten ja im Herbst hier gesiedelt und aus dem Grund hat man einen gewissen Zeitdruck verspürt, so fand ich das zumindest. Naja, okay, also auch wenn ich hier Regel Nummer 1 missachtet haben sollte, ich denke, ich habe es begründet, warum. Das kann falsch sein. Ne? Das muss nicht falsch sein, aber dieser Weg kann natürlich falsch sein. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, erfahren wir es nicht. Deswegen öfter mal alte Zöpfe abschneiden, was Neues ausprobieren. Gut, dann wären wir auf diesen Kommentar auch eingegangen. Wir sind inzwischen in der Version 1.10, wie man hier sieht. Was hat sich geändert? Da hätten wir einen Revolverhelden, den wir einstellen können. Ne, unsere Bilanz ist etwas geschrumpft, wie wir sehen. Wir verdienen nur noch 54 plus. Und ein Einwohner in Death Valley benötigt einen Arzt. Ja, das ist nicht nur einer, das wissen wir. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass bei uns kein Wintergetreide am Start ist. Nein, also dieses Getreide gibt es unterjährig, allerdings nicht im Winter. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Wir haben ferner hier eine Mühle an den Start gebracht. Ne, da wird dann Mehl produziert. So, hier haben wir jetzt natürlich auch wieder einen Obdachlosen, ist auch klar. Hier wird das Mehl hoffentlich irgendwann eingelagert, oder? Nö, 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 nö. Da wird noch gar kein Mehl produziert. Ach, schau an. Ach, der Müller kommt erst. Okay, ich war meiner Zeit voraus, wie es aussieht. Haben wir hier noch eine Hütte in Auftrag gegeben? Hier oben, ne? Ne, da ist schon jemand eingezogen. Irgendwo hatten wir doch noch eine Hütte in Auftrag gegeben. Oh Gott, wenn ich das jetzt wieder wüsste, was ist denn das hier? Warum liegen hier so viele Bretter rum? Ja, die letzte Folge ist auch schon wieder ein bisschen her, man merkt es. Ich muss jetzt echt gerade überlegen. Ja? Ja, ja, die bringen hier das Getreide hin, aber dann war es das. Hier, den Holzfäller, den könnten wir auch einen neuen Arbeitsbereich geben, ne? Genau. Dass der hier mal weiter schön rodet. Ja, dann fehlen hier unten Hütten. Ich glaube, dann werden wir hier nochmal eine brauchen. Was machst du da? Achso, du bist der andere Holzfäller, gell? Du bist der von hier oben. Ja, 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 ja. Auch dir könnten wir einen neuen Arbeitsbereich geben. Ne? Je weiter weg wir das Ganze machen, desto weiter ist natürlich dann auch der Weg, den die Leute zurückgehen müssen oder zurücklegen müssen, besser gesagt. Okay, also pass auf, wir stellen hier nochmal eine Hütte hin. So, hier sehen wir auch die Bilanz. Ne? Die Einheiten kosten 50 Dollar, das sind vermutlich unsere Revolverhelden. Wir haben noch kein Problem mit der Kriminalität. Das Fleisch, da müssen wir aufpassen, dass uns hier das Essen nicht ausgeht. Kleidung in Death Valley. Obdachlosigkeit in Death Valley. Hier die Steine, das Steinelager ist voll. Uiuiui.
Ja, hier vermutlich, ne? Beziehungsweise nein, stopp, das war jetzt die Meldung hier für den Steinmetz. Gen nee, auch nicht. War das hier oben? Haben wir hier oben Steine? Echt? Ah, hier kommt der Händler schon wieder. Moment, Steinelager hier. Ah, hier war das Lager voll, das Steinelager. Alles klar. Ja, hier oben bräuchten wir natürlich auch einen Arzt, wenn es irgendwie geht. Den haben wir noch nicht gebaut, ne? Den haben wir noch nicht in Auftrag gegeben. Hier die Hütte, die ist hoffentlich. Da fehlt noch ein Brett. Jetzt nicht mehr. Ja, dann ist hier oben zumindest die Obdachlosigkeit dann auch erledigt. Aber wir kommen hier nicht umhin. Wir brauchen hier einen Arzt. So, wir haben 12 Bretter noch. Das könnte schwierig werden mit dem Arzt. Weil der wird vermutlich. Wo ist der Arzt? Hier. Ne, ist die Kirche. Hier ist der Arzt. Natürlich, der braucht Metallteile. Da haben wir schon ein Problem. Weil wir die Metallteile nicht haben. Oh. Ein Death Valley ist einer unzufrieden. Ein unzufriedener Einwohner neigt zur Gewalt. Boah, wer ist hier unzufrieden? Wer ist es? Wer von euch ist es? Wer bist du? Hallo, ich will dich anklicken. Du bist der Hilfsarbeiter wahrscheinlich, gell? Deswegen, ich kann dich jetzt gerade gar nicht anklicken. Ein Rebell. Freunde, ein Rebell. Okay. Ist suboptimal, kann ich verstehen. Wir müssen wieder einkaufen. Und zwar Essen und so haben sie noch, genau. Diese Teile hier, diese Metallteile. Kaufen wir mal 20 Stück ein. 21, ja, ist egal, ob jetzt 20 oder 21. Nee, das macht das Kraut nur mal fett. Aber das ist nicht sehr schön, wenn der hier so zum Rebellieren anfängt. Können wir den entlasten vielleicht oder aufhängen oder. Ich weiß, es ist eine harte Maßnahme, aber naja, mei. Was tut mir nicht alles? Der hier ist es, der Böse. Können wir den eliminieren? Die Stimmung ist beim Teufel. Oh, der hat gar keine Gesundheit mehr. Genau, der ist krank. Deswegen. Ja gut, dann erledigt sich dieses Problem ja gleich von selbst. Dann wird ja auch eine Wohnung frei. Das ist eine harte Maßnahme, ja. Ich weiß. So, da wird jetzt Holz angeliefert, ne? Baumstamm. Oder ne, ist angeliefert worden. Okay, jetzt trägt er das Brett darüber. Ja, bis jetzt hier der nächste Händler kommt, ist wieder Weihnachten wahrscheinlich, ne? Also gut, wir sind im Winter, da ist wahrscheinlich bald Weihnachten. Okay, der macht hier Mehl. Das Mehl wird hier eingelagert. Ja, Punkt. Funktioniert, wollte ich sagen. Dann brauchen wir doch hier den. Moment. Der Typ. Okay, das ist ein Pionier. Also, das war ja noch etwas, was offen war. Wir wussten nicht, ob der Müller, ob das ein Pionier ist oder ob das dann schon ein Siedler ist. Nein, das ist offenbar ein Pionier. Okay, der Kollege in Death Valley ist gestorben. Das ist bedauerlich, aber nun mal nicht zu ändern. Ich weiß, das mag jetzt ein bisschen herzlos klingen im ersten Moment. Tja, schade. Bitter, bitter. Was tut man nicht alles, ne? So, wo ist denn. Sag mal. Da ist die Backstube hier. Also, zack. Wir bauen eine Backstube dahin. Die stellen wir direkt hier neben das Lagerhaus. Zack. Und dann stellen wir hier noch eine Hütte hin, wollte ich sagen. Können wir nicht. Warum? Weil da der Baum im Weg steht. Okay, dann bauen wir die Hütte da oben hin. Zack. Aber die Bäckerei bekommt Priorität. Genau, so, da oben ist einer gestorben, hieß es. Auch sehr bedauerlich. Wo ist er denn? Das arme Geschöpf. Das ist schon mal, die sind da alle krank und alle grantig. Oh, da ist er. Ui. Der Hilfsarbeiter. Na, zum Glück hat er ja keine Waffe, ne? Zum Glück. So, hallo Händler, wir bräuchten jetzt hier mal ein bisschen Hilfe vielleicht. Da kommt der Händler, oder? Da kommt der Händler, jawohl. Sehr schön. Kleidung in Death Valley ist Mangelware, ja, das habe ich mir gedacht. Der nächste Kollege in Death Valley ist tot. Leute, Massen sterben. Massen sterben in Death Valley. Der Pfaffe ist auch krank, oder? Natürlich, die sind alle krank. Jetzt brauchen wir den Friedhof. Wieso sind die hier alle krank? Das macht ja gar keinen Sinn. Bloß weil so ein bisschen Winter ist, alle haben sie Grippe, stecken sich gegenseitig an. Das ist natürlich hart, nicht? Ja, man sieht es ja an der Gesundheit. Der Gesundheitsbalken, der geht ganz schön nach unten. Da, der ist schon tot. Ja. Pfaffe ist auch tot. Sehr gut. Hervorragend.
Tja, was machen wir jetzt, wenn hier alle umfallen, der Reihe nach? Dann hat dieser Ort den Namen zu Recht. Death Valley. Tja. Baut den Doktor und zwar flott. Gebt Stoff hier, Leute. Was? Ich brauche den Friedhof, gell? Ja, aber wenn man kein. Was? Produktionslager ist voll? Wo denn? Ach, hier. Okay, ja. Wo ist unser Lager? Wir haben ja gar kein Lager, oder? Doch hier. Ja. Das ist natürlich nicht so wirklich prickelnd, ne? Keine Leute hier. Ah, doch, jetzt ist gerade hier einer eingezogen. Oder es zieht gleich einer ein, besser gesagt. Da müssten doch jetzt Hilfsarbeiter kommen, ne? Der automatische Zuzug müsste doch funktionieren. Wer kommt da? Der Priester kommt, ah ja. Ja, also da wird offenbar für Ersatz gesorgt. So wie es aussieht. Ja, und hier ist eine Hütte leer. Ja. Aber gut, das passt ja gerade, ne? Wer bist du? Der Revolverheld. Ach, der haut wieder ab. Der sagt sich, komm hier, ist blöd. Da will ich. Mit euch will ich nichts zu tun haben, ne? Ja, da geht wieder. Okay. Was ist hier los? Das Mehl muss hier eingelagert werden. Der Bäcker ist gleich fertig. Das geht echt schnell hier, ne? Hier in Haubiville ist alles in Ordnung. Bloß in unserem Ausweichstandort. Da scheint es nicht so. Nee, ganz und gar nicht. Mühle läuft, okay. Hilfsarbeiter in Death Valley. Ja, wir haben genug Hütten. Das Problem ist, es kommt niemand nach. So, wie schaut's aus? Ach so, es ist wieder, ne? Genau, 1 Uhr, da arbeitet wieder kein Mensch. Kleidung in Death Valley. Da kommt der Händler. Okay, pass auf, wir kaufen noch mal. Können wir nicht. Oh, Leute, echt? Nein, geht nicht. Okay. Blöd. Saublöd. Jetzt sind hier wieder welche eingezogen, ja. Oh, der ist auch schon grantig. Stimmung oder tot, besser gesagt. Ja, so wird das nie was, Leute. So wird das nie was. Hier muss das Zeug hin, verstehst? Der Doktor muss an den Start kommen. Das ist der Jäger, der hilft uns nicht. Hilfsarbeiter, wo bist du, Mensch? Wo bist du? Ja, der trägt jetzt hier das Material hin und her. Bloß, das dauert halt viel zu lang. Das dauert viel zu lang. Oh je. Also da hoffe ich mal, dass sie das überleben. Ansonsten wird es echt finster. Hier haben wir nichts mehr zu essen. Da hoffe ich jetzt, dass der Bäcker bald mal fertig wird. Dass der hier das Mehl verarbeiten kann. Ich meine, wir hätten hier nebendran Wasser und Mehl. Also Leute, mach mal hin hier jetzt. Der nächste Kollege in Death Valley ist gestorben. Jawohl, also Backstube ist am Start. Was? Feuerholz braucht das Ding auch noch? Boah, okay, wenn ich das gewusst hätte. Stand das irgendwo? Stand das irgendwo? Produziert Brot aus Mehl und Wasser. Da steht nichts von dem Feuerholz. Aber gut, ne, ja, wenn man Brot backen möchte, dann ist es irgendwie klar, dass die Herrschaften da eine gewisse Hitze brauchen und dass du dafür halt Kohle oder Holz brauchst. Oder Holzkohle. Haha, sehr lustig, ja. Okay, hätte man draufkommen können, dass die Feuerholz brauchen. Ja. Habe ich nicht nachgedacht, mal wieder. Na gut. So. Der Jäger, der hat hier seinen Bereich. Da gibt es eigentlich noch ein bisschen was. Genau, das ist der Holzfäller. Moment. Da ist der Jäger. Okay, also jetzt wird der Hirsch hier vermutlich noch dran glauben. Hier hätten wir noch einen Fuchs. Da ist auch noch ein Fuchs. Hier hätten wir noch Wölfe, die aggressiven. Also es gäbe hier noch genug zu essen. Aber ich fürchte einfach, 36 Einwohner sind etwas zu viel, als dass hier der eine kleine Jägersmann hier die alle versorgen könnte. Das ist dann wohl ein Fulltime-Job. Also das wird er nicht ganz schaffen. So, eine Bäckerin haben wir. Eine Bäckerin ist ebenfalls Pionier. Ah, die kommt mit dem Pferd, okay. Ja, auch nicht schlecht, ne? Da wird sie ja hier unten wahrscheinlich kommen. Oder nicht? Hier unten gibt es noch jede Menge Wild. Also hier unten gibt es auf jeden Fall was. Aber ist halt auch wieder weit weg. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Schau an, da kommt sie angeritten. Die gute. So, jetzt muss hier dann natürlich die Hütte noch gebaut werden. Ich hoffe, dass die Bäckerin rechtzeitig da ist, bevor die Hütte fertig ist. Aber das sieht gut aus, ja.
So, jetzt tu mal hier bitte dein Pferd abstellen im Stall. Da ist noch ein bisschen Platz, jawohl. Und jetzt darfst du dann, ist der Schneider, darfst du zum Arbeiten anfangen, bitte, danke. Ne? Da kommt sie, genau. Ah, schöne Klamotten. So typische Bäckersklamotten einfach, gell? Genau, jetzt wird hier erst einmal der Ofen aufmunitioniert. Wer ist das? Ein Revolverheld, ah ja. Jawohl, also Ofen ist aufmunitioniert. Was macht sie jetzt? Jetzt holt sie das Wasser. Aha. Das bringt sie nach innen. Das ist schön schade, dass man noch nicht reinschauen kann. Ne? Das ist echt schade. Jetzt holt sie dann wahrscheinlich noch das Getreide. Ja, ist schon drin. Okay, und jetzt müsste es eigentlich abgehen. Aber das Problem ist, das Brot isst wieder niemand von den Pionieren. Ne? Das ist kein Pionier. Heißt, wir werden hier wieder selber kaufen müssen. Sondern das Brot essen die Siedler. Die hier. Keiner obdachlos? Ist die Hütte fertig? Ja. Und die Bäckerin. Ah ja, okay. Perfekt. Alles gut. Die Bäckerin wohnt mit dem Stein mit. Jetzt kriege ich eine Errungenschaft. Destroy the Beauty. Warum auch immer. Warum auch immer man uns das verleiht, diese Errungenschaft. Da werden Klamotten geliefert. So, wie lange dauert das jetzt mit dem Brot? Hier sehe ich da was eigentlich. Ah, hier, schau mal, tatsächlich. Die Bäckersmaid hat die Brotlaibe hier im Ofen. Jetzt kommt es raus, jetzt müsste erst das Brot fertig werden. Ah, hier, schau mal, genau, das legen wir auf den Boden, jawohl. Mache ich auch immer, ne? Wenn ich gerade was frisch zubereite, dann tue ich das erstmal auf den Boden legen, wo jeder da durchdappt hier und durchlatscht und mit seinen schmutzigen Schuhen drüber rumpelt. Hervorragend, sehr gut. So, okay, also hier ist alles soweit klar, bis auf das Fleisch. Naja, schwierig. Ah, hier ist eine Goldmine, schau mal an hier. Okay. Wir haben Gold entdeckt, Freunde. So, und hier haben wir erste Probleme, oder? Jetzt ist der Doc da, hier schau mal. Was? Der Brunnen hat kein Wasser mehr. Okay, das ist, glaube ich, schlecht. Das ist ja doof. Muss ich einen neuen bauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, wir haben 23 Wasser. Das sollte sich noch ausgehen. Hauptsache, die Toilette funktioniert noch. Was jetzt mit dem Doktor? Der hat keine Hütte. Das gibt's doch nicht, oder? Wir haben doch hier jede Menge Hütten gehabt. Ah, Leute, jetzt muss ich eine neue Hütte... Okay. Krass. Also... Banditen sind in Death Valley, oje. Keine Banditen, Leute, wir wollen keine Banditen. Also dann hier, neue Hütte bauen. Holzbretter haben wir. Und einen Schneider brauchen wir hier oben noch, gell? Ja. Ach Gott, ich klicke immer aufs Falsche. Wo ist denn der Schneider? Da ist er, hier, schau mal. Guckst du hier, genau. Da ist der Schneider. Ganz einfach eigentlich, wenn man es richtig macht, ja. Man muss es nur richtig machen. Das ist halt das Problem. Zack. So, okay. Heißt, zuerst wird der Schneider fertig. Und dann die Hütte. Von den Teilen her sollte das soweit sich ausgehen. Genau, wir haben hier wieder genug. Dass der das hier nicht zusammenschmeißt, gell? Das ist... Dass der mir hier die Slots blockiert. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. So, wir verkaufen mal ein paar Pferde. Gibt es wenigstens ein bisschen Geld. Ein Fleisch haben wir hier noch. Ein Fleisch? Mehr nicht? Warum haben wir hier bloß noch ein Fleisch? Hier werden mir 10 Fleisch angezeigt. Was stimmt jetzt? Die Frage, ne? Was zur Hölle stimmt jetzt? Da liegt ein aggressiver Wolf in der Baustelle. Das ist sehr schön. Das freut uns. Das ist echt toll. Freunde, schau mal, hier ist Priorität. Nicht da. Ne, nicht hier, sondern hier. So ganz einfach. Okay, so. Inzwischen läuft das Spiel sogar übrigens hier ohne groß zu ruckeln.
Das liegt daran, dass ich in den Grafikoptionen das Anti-Aliasing ausgestellt habe. Das hat offenbar die Grafikkarte etwas belastet. So, hier haben wir jetzt lauter Tode. Sehr schön. Ja, und ich habe ja natürlich auch keinen Friedhof und gar nichts. Hm. Tja. Jetzt wird hier Material geliefert. Okay. Die geben keine Ruhe, ne? Die Baumeister, ne? Das interessiert die gar nicht, dass wir hier Priorität hochgesetzt haben. Na gut. So, aber das mit dem Fleisch, das... Ach so, hier drüben liegt noch Fleisch. Jetzt, Athlet, da. Man muss bloß die Augen aufmachen, dann sieht man das Fleisch auch. Kann es sein, dass unser Jäger hier ein bisschen überfordert ist, vielleicht? Hier gibt's nichts mehr, gell? Ja. Wahrscheinlich ist das auch schon mal eingeblendet worden und ich habe es bloß nicht gesehen. Das wäre jetzt auch nichts Neues. Ja, da hätten wir noch... Hier unten hätten wir noch ein bisschen was für den Jager. Na, da hätten wir noch ein paar... Ja, schauen wir hier mal. So, genau. Da kann er die blöden Wölfe ja auch noch wegknallen. Sehr gut. Okay. So, Baustelle. Material wird geliefert. Ja, also der Doktor scheint hier die Krise erst einmal eingedämmt zu haben. Was die Krankheit angeht, es gibt zu wenig Hilfsarbeiter. Ja, das weiß ich, du Held. Das kommt aber alles noch. Irgendwann. Ein Obdachloser, ja, ja. Okay. Was ist das hier? Oh, Banditen, eieiei. Na, du siehst die wenigstens auf der Karte. Die Boah, zwei hier gleich, Sabolot. Okay, pass auf. Das ist mir eine Spur zu nah, ehrlich gesagt. Das gefällt mir nicht. Wo ist denn unser Commander hier eigentlich? Wir haben doch hier so einen Commander. Wo ist denn der? Ja, ja, ich weiß, dass die Kleidung ein Problem ist. Da ist er, unser Commander. Hier, schau mal. Pass auf. Du gehst mal darüber und aus die Burschen da weg. Ne? Mag ich nämlich nicht, wenn hier dumme Banditen sind. Da kommt der Händler. Brauchen wir irgendwas? Nö. Aber wir werden unser Brot nicht los. Kann ich das Brot verkaufen? Schauen wir mal kurz. Für 6 Dollar. Ach, komm hier doch auf. Für 6 Dollar. Schau mal, Brot ist günstiger als Fleisch. Ja, okay. Macht, ja, doch. Okay. Lass ich mir eingehen. Das lasse ich mir eingehen. Na gut, okay. Hier gab es eine Statistik. Moment. Hier, genau. Alkohol brauchen sie noch. Okay. Aber da werden sie auch Feuerholz brauchen wahrscheinlich, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass sie da Feuerholz brauchen. Also heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch hier so einen Holzhauer, der Feuerholz herstellt. Und ich meine, das schadet gar nicht schon mal. Wir haben ja 236 Holzbretter. Das ist unglaublich, ne? Krass. Weiß gar nicht, wohin damit. Das, was wir verkaufen, mal Holzbretter. Die braucht kein Mensch, aber ist egal. Schwupp, 50 fliegen raus. Ich meine, das sind auch 200. 200 Geld. Aber der Preis ist natürlich eine Lachnummer. Aber wir haben so viel von dem Zeug. Klar, wir haben auch zwei Holzfäller. Das merkst du dann gleich, ne? Wenn der hier alles abrodet. Lagern die Holzbalken eigentlich ein? Ich hoffe nicht, gell? Nee, aber wir haben überall... Jetzt fangen sie ja an, Wasser einzulagern. Unglaublich. Was macht unser Brunnen hier? Der hat noch Wasser. Okay, apropos Brunnen. Hier oben? Oh, was ist das hier? Ah, da geht der Jäger. Okay. Ah, der Jäger, der Händler, meine ich. Wir haben ja noch 21 Wasser. Wieso hat hier das Wasser eigentlich nicht gereicht? Wieso ist das so schnell aus gewesen? Auch ein bisschen merkwürdig, ne? Schneider ist fast fertig. Jawohl. Das ist gut. Mit der Schneiderschere, ja, ja, ja. Bronte, ihr wisst schon, dass ihr hier weitermachen müsst, ne? Hier oben, bitte. Da kommen, sehr wohl. Da kommen die Herrschaften, okay. Also, wir bauen hier noch einen Brunnen hin. Schlecht, schlecht. Überall schlecht, hier den Brunnen zu bauen. Ganz schlecht hier. Schlecht, schlecht, schlecht.
Hier ist gut, okay. Schlecht, schlecht, okay. Vielleicht sollten wir es irgendwo bauen, wo gut ist, ne? Würde durchaus Sinn machen. Hier ist gut, hier ist ausgezeichnet, hier ist noch ausgezeichneter. Was ist die richtige Steigerung von ausgezeichnet? Ich glaube, da gibt es gar keine, oder? Ausgezeichneter. Naja. Oh, hier ist schon mal gut. 699. Okay, klatschen wir da rein. Bäm. So, also. Dann haben wir das da drüben. Ist das auch okay? Und jetzt im Winter siehst du hier halt nicht diese Unterlegung, ne? Was ist es? Beziehungsweise hier sieht man es, ne? Ist es Steppe oder Wüste, besser gesagt? Ist es so Grasland? Ist es Wald? Hier im Winter siehst du das nicht. Aber hier auf der Karte sieht man es ganz gut eigentlich. Kann man sich ein bisschen orientieren. Also Krise abgewendet, würde ich sagen. Ein paar Leute haben mit dem Leben bezahlt. Aber wir leben noch. Noch. So, jetzt könnte hier der Baumichel eigentlich noch schnell fertig machen, ne? Komm. Baumichel. Auf geht's. Schau mal hier, der Wolf liegt immer noch hier. Was macht er denn jetzt? Wo geht er denn jetzt hin? Macht der Pause oder was? Hallo? Wo rennst du denn hin? Als hat er sich ein Wasser geholt oder was? Oder was zu essen? Irgendwie. Es sah fast danach aus, gell? Junge, ich habe gedacht, du hast sowas zu Hause in deiner Wohnung. So war es zumindest bei Banished, gell? Da haben die Leute ja das ganze Zeug ins Haus gebracht. Okay, das Brennholz ist auch zu Hause. Jetzt hier ist er fertig, okay. Schneider ist fertig, heißt, jetzt gibt es gleich Kleidung. Das ist schön, jetzt machen wir hier mal die Priorität auf das Haus. Dann haben wir zwei Obdachlose, genau. Da ist nämlich jetzt der Schneider dazugekommen. Also, bring den Scheiß noch darüber. Wir brauchen vier von den Planken oder von den Holzbrettern, besser gesagt. Da kommt schon was. Ja, das wird. So, wo ist der Holzmichel? Ist der Steinmetz ein Bandit in Death Valley? Ist gestorben. Was? Ah, schau mal hier. Der Bandit wollte hier einen auf dicke Hose machen. Ja, wer hat den umgebracht? Aber nicht unsere, oder? An wem ist jetzt der verreckt? Oder, wollte er sich mit dem Jäger anlegen. Das kann natürlich auch sein. Hier liegt ein Leder und ein Stein. Das ist ja lustig, oder? Ja gut, verstehe ich nicht. Wer den erschossen hat, keine Ahnung. Der war es nicht, ne? Nö. Der war es nicht. Aber wenn hier die Banditen sind, pass mal auf, dann würde ich sagen, Kollege, Moment, wir haben hier noch einen, gell? Pass mal auf. Du hast einen neuen Bereich und zwar sicherst du hier unten mal so ein bisschen ab, gell? Falls da die Deppen wieder kommen. Achso, wir haben ja noch einen stehen. Oder? Wir haben hier mal einen hergeschickt. Wo ist denn der hin, der Revolver hält? Oh! Wer bist du denn? Ah, der Bandit ist gekommen. Schau an! Jetzt glaube ich es an. Die ersten Überfälle, Leute. Die ersten Überfälle. Aber da ist unser Revolverheld. Okay. Ja, der ist wieder zurückgeritten. Ja. Ich habe ihm zwar gesagt, er soll da hoch. Weißt du was? Jetzt machen wir das so. Greift da oben an. Macht er das jetzt? Ja, jetzt galoppiert er hin. Hey ho, Silver. Schwing die Hufe. So, das machen wir gleich mal. Nochmal ein bisschen Gas geben. Die dreckigen Banditen, ne? Hey ho. Schmeiß die Lunte. Ach ja, genau. Und in den Patch Notes stand, als kannst du den noch schnell wegbashen. Achtung. Erschießen, bitte. Bäm, genau. In den Patch Notes stand drin, dass die Gebäude jetzt nicht mehr so schnell abbrennen, sondern dass sie dass die Zeit irgendwie halbiert haben oder so. Bin mal gespannt. Gib mal Stoff hier, ne? Naja, also. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Also ich finde, das geht immer noch schnell, ne? Wenn man hier mal so guckt. Brennt es wahrscheinlich gleich von selber, lichterloh. Da schau mal hier, das Ding, das brennt wie Zunder. Hallo, aus, hör auf.
Da kannst du jetzt vermutlich zuschauen, wie das Ding kaputt geht. Ja, aber hallo. Okay, pass auf. Du reitest wieder da runter. Ne? Und dann machst du hier unten wieder mit deinem Zeug weiter. Wir haben 10 Brote. Ja. Wir haben kein Korn mehr, kein Getreide. Heißt, wir hätten hier zumindest schon mal Brot. Ja, aber nicht, da mache ich kein Geschäft. Schau mal, jetzt gibt es nichts mehr für die Holzbretter. Das ist krass. Wir kriegen nichts mehr für die Holzbretter. Heftig. Hey Junge, zieh doch mal was an, Holzfäller. Der läuft hier da mit blank gezogenem Oberkörper, laufen die hier rum. Die sind schon schmerzfrei. Respekt. Respekt? Okay. So, nochmal kurzer Blick nach Death Valley. Der Brunnen ist gebaut. Okay. Nee, noch nicht. Der muss noch gebaut werden. Okay. Revolverheld ist auf dem Weg. Okay. Obdachlos. Was? Wir bauen doch hier. Achso, ist noch nicht fertig. Okay. Jetzt ist fertig. Jetzt müssten hier gleich zwei einziehen. Einmal der Doktor, genau. Und der Schneider wahrscheinlich. Genau, die Schneiderin, die Lydia Lininger oder Lininger. Jetzt haben wir keine Obdachlosen mehr. Jetzt ist alles gut, Freunde. Jetzt ist hier alles gut. Also, Death Valley hat die Kurve gekriegt. Das sind die Revolverhelden, die zwei. Produktionslager ist voll. Ja, das ist mir schon klar. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob dieser eine Jäger unsere 16 Hansel hier versorgen kann. Da bin ich echt gespannt. So, pass auf, wir haben doch hier eine Liste. Fünf Hilfsarbeiter haben wir, okay. Fünf Hilfsarbeiter. Das sind die Einwohnerstufen. Na gut, Frühling ist bald. Ja. Das Lager ist weg. Ich bin überlegen, ob wir unsere zwei Banditen hier das Lager noch wegbashen lassen. Ja, das können wir machen. Aber Freunde, das machen wir nicht mehr heute. Sondern das mal beim nächsten Mal. Dann ist vermutlich Frühling. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Depraved. Ja, schaltet wieder ein, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.